bin mir sicher, dass mein Todespunkt hier in der Nähe war, weil hier sind auch die Fackeln. Ja, da sind die Viecher. Ne, das sind Zombies. Schade, schade. So, dann schauen wir doch, dass wir mal noch ein paar Kühe geschlachtet kriegen, weil wir brauchen eindeutig Fressalien. Von rohem Fleisch lebt sich leider nicht so gut. Kein einziger. Ja, läuft, ne? So, wir müssen jetzt doch leider hier kurz die Nacht verbringen. Einfach um ein bisschen Essen zu machen. Und dann suchen wir, wie gesagt, eine Höhle, weil ich habe jetzt keinen Bock hier nachts die ganze Nacht einfach nur mit Zombies und Creepern und Skeletoren rumzueiern. Das nervt einfach nur. Deswegen schauen wir hier jetzt einfach einen Moment dem Fleisch beim Braten zu. So, das Fleisch ist jetzt hier eine Sekunde durchgebraten. Wenn ich dran denke, schneide ich das für euch natürlich raus. Ansonsten habt ihr mir jetzt zugeschaut, wie ich mir vermutlich eine Zigarette gestopft habe. Falls ich es vergessen habe, rauszuschneiden, viel Spaß. Und es hat sich aber gelohnt, das Warten. Die Nacht ist endlich vorbei. Bist du das?
Oder ist das ein Zombie? Das ist ein Zombie. Au. Noch schlimmer, ein Skeletor und noch ein Skeletor irgendwo. Ja, komm, verreck. Aua! Aua! Jo, der wirft mit 3 Zack nach mir. Was soll denn der Scheiß? Hilfe! Naja, ich hab mich gerade geheilt. Ja, komm, der wirft hier mit einem 3 Zack nach mir. Was soll denn der Scheiß? So, jetzt schauen wir endlich mal, ob wir irgendwas finden, aber jetzt werden wir wahrscheinlich nichts mehr finden, bis dann unsere Thessalien wieder alle sind und es schon wieder nachts ist. Ist doch immer so. Da ist Kohle, die lassen wir jetzt erstmal Kohle sein, da war irgendwo eine Spinne oder sowas. Da ist ein Bauzi, mal sehen, ob wir ihn mit unseren Knochen anlocken können. Ja, er mag mich schon, glaube ich. Ein treuer Begleiter gefunden. Bis er stirbt. So, bist du nur ein Überhang oder bist du ein Eingang? Das sieht doch vielversprechend aus. Da stürzen wir uns direkt ins Abenteuer. Nein, tun wir nicht, weil wir noch nichts zu futtern haben. Außer 4 schlappe Schnitzel, die für 2 Minuten reichen. Jetzt hat man einen Höhleneingang, jetzt sind keine Viecher hier, die man schlachten kann. Das ist doch zum Koten, ist das. Manchmal hasse ich Minecraft echt. Wieso ist denn hier jetzt nirgends ein Viech, was ich schlachten kann? Da ist ein Schwein, immerhin. Und auch gleich noch ein Höhleneingang. Komm, noch ein Schweinchen irgendwo. Mit einem Schwein kommen wir nicht weit. Okay, wisst ihr was? Wir stürzen uns jetzt hier einfach in das Abenteuer Höhle rein. Auch ohne großartig Essen. Jo, hier muss man aufpassen. Ah, direkt Eisen, direkt hier raussnacken. Gut, dass ich die Spitzhacke wenigstens gefunden habe unterwegs. Und natürlich mein Lieblingsrohstoff von allen, weil es ihn im Überfluss gibt, die Kohle. Jetzt hoffen wir einfach mal nur, dass nicht direkt instant überall Creeper und Skeletoren sind. Weil das wäre jetzt doof, weil wir eben nicht allzu viel zu futtern dabei haben. Ja, Hundi, wo bist du? Ich glaube, der spawnt mir irgendwann nach, wenn ich mich zu weit entferne, oder? Ah ja, da ist er schon. Kaum sage ich, spawnt er neben mir. Ist schon Ende Gelände, so wie es aussieht. Das wird ja nicht alles gewesen sein. Naja, hier geht es noch runter, aber wir schauen erstmal hier noch nach hinten, wo es dahin geht. Und natürlich liegt ein Skeletor ums Eck. Instant. Aber die haben Angst vor Hundi. So, ich meine, da habe ich aber noch irgendwas gesehen. Ah, ist das ein Enderman oder was? Ja, natürlich ist das ein Enderman. Naja, mal gucken, ob er sich verpisst. Ja, wohl weniger, ne? Ah, ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder zu sterben, aber ich will in die Höhle. Naja, Hundi, komm, wir nehmen die Abkürzung.
und lassen uns hier einfach mal random in das Loch hier fallen. Au, erstmal Licht anmachen, direkt instant hier. Komm Hundi, lass den Enderman in Ruhe. Ja, hier hinten ist schon wieder Ende Gelände. Ja. So. Da haben wir noch Eisen am Start. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das war ja unser Ziel. Und nur wegen ein paar Eimern sind wir jetzt im Endeffekt. Da haben wir so ein Trara gemacht und auch noch unser Diamantschwert verloren. Und jetzt müssen wir auch noch hoffen, dass wir irgendwo auf Redstone stoßen, weil sonst finde ich nie wieder nach Hause ohne Kompass. Ja, deswegen baue ich mitunter in Minecraft eigentlich immer allgemein in der Nähe vom Spawn, dass man mit Kompass immer nach Hause finden kann, weil bekanntlich zeigt der Kompass ja nicht dorthin, wo man zuletzt geschlafen hat, sondern immer zum Spawn. Und das ist dann halt sehr von Vorteil, wenn man wirklich in der Nähe vom Spawn baut. Weil ihr wisst ja, in Minecraft gibt es keine Wegweiser. Karten. Es gibt die Karten, ja, aber das ist halt immer so Sache. Weil wenn man sich dann anstellt wie ich, ist man dumm wie Brot und findet trotz Karte auch nicht nach Hause. Liebes Eisen. So, hier unten scheint auch schon wieder Tutti Frutti zu sein, aber die Kohle nehmen wir noch mit. So, mal gucken, ob wir noch irgendwo weiterkommen. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, von wo wir gekommen sind. Aber ich meine, wir sind von hier gekommen. Und irgendwo hier haben wir uns doch abstürzen lassen. Nee, das war es nicht. Aber wir schauen trotzdem mal, ob wir hier hochkommen. Und was es hier noch gibt. Ja, dieser geschissene Enderman da. Tschüss. So, wo sind wir runtergeplumpst? Das ist hier die Frage. Da sind wir runtergekommen. Hundi, hilf mir. Skeletor.
Oh, Entschuldigung, Hundi. Und noch mehr Kohle, immer her damit. Natürlich ist jetzt die Spitzhacke hin. Sagt mir jetzt nicht, dass ich meine Werkbank habe irgendwo stehen lassen. Das wäre natürlich so typisch für mich, dass ich die Werkbank irgendwo stehen lasse. So. Erstmal das Futter hier noch anbrutzeln. Diesmal baue ich sie gleich ab, dass ich sie wieder dabei habe und nicht nochmal vergiss. So, das habe ich gerade ausgehoben, da war Ende. Schon wieder dieser Kack-Enderman. So, dann schauen wir mal, dass wir hier wieder irgendwie rauskommen. Hier geht es irgendwie aufwärts. Da. Creeper. Okay, wir haben eh noch kein Redstone, also wieder weiter nach unten und uns einfach selbst noch ein bisschen nach unten graben, da wir auch noch Redstone brauchen, sonst finden wir nie wieder nach Hause. Ja, Hund, alles cool. So, hier ist natürlich noch Kohle und ihr wisst auch, was das bedeutet. Hier könnte eine Höhle sein irgendwo. Es hört sich im linken Ohr so an, als ob ein Zug vorbeirattert. So, da ist doch auch schon was. Jetzt ist die Frage, ist das die Höhle, wo wir eben waren und den Enderman eingebaut haben, oder ist das was anderes? Es sieht nach was anderem aus, da es dunkel ist. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Hinausfinden, ja, genau. Da ist noch Kohle. Ja, damit. So, erstmal hier oben abchecken. Oh, ein Träumchen Eisen ohne Ende. Und hier geht's direkt noch tiefer.